Auch in der Gemeinde Kriebstein gibt es einen Wechsel im Amt des Bürgermeisters. Seit dem 1. August lenkt Maria Lausch die Geschicke der ca. 2400 Einwohner zählenden Gemeinde. Vorher arbeitete sie als interkulturelle Beraterin bei einem Weiterbildungsunternehmen in Chemnitz. Die 32-Jährige zog vor 2 Jahren in die Gemeinde. Sie ist Mutter von 2 Kindern. Bei der Bürgermeisterwahl im Juni holte sie auf Anhieb 71% der Stimmen. Für ihre Amtszeit hat sich Maria Lausch viel vorgenommen. Also das Dringlichste ist, denke ich, die Ausschreibung für das Feuerwehrhaus, das gebaut werden soll. Die enden jetzt diese Woche. Dann muss schnell die Vergabe stattfinden und der Bau noch losgehen, dass es keine Winterbaustelle wird. Ist fast auch nicht möglich. Also wir haben wieder, wie die letzte Zeit, einen milden Winter. Straßenbau und vor allem die Hochwasserschadensbeseitigung. Da sind noch einige Brücken zu machen. Das, denke ich, sind noch die wichtigsten Dinge erstmal, die uns Bürger betreffen. Maria Lausch übernimmt eine schuldenfreie Gemeinde. Für ihren Amtsvorgänger Christoph Merker war sie die Wunschkandidatin. Wie ihr Amtsvorgänger trat sie für die Freie Wählervereinigung Kriebstein an. Neben großen Themen ist für Lausch auch das Miteinander der Ortsteile wichtig. Also wir sind ja aus 8 Ortsteilen zusammengewürfelt, sage ich mal. Nach und nach kam ein Ortsteil mehr hinzu. Und ich so von als Außenstehende, was ich ja bis vor 2 Jahren noch war, habe gemerkt, dass die Gemeinschaft noch nicht so da ist, dass man sagt, wir sind wirklich eine Gemeinde. Und da denke ich, ist so eine Gleichberechtigung an manchen Stellen oder das Miteinander, das kann sich auf jeden Fall noch verbessern, dass die einen von den anderen wirklich Bescheid wissen. Das will ich anpacken langfristig. Ja, und ansonsten die Vereine und ja. Jugendarbeit fehlt hier noch ein bisschen. Das müssen wir, gehen viele nach Waldheim oder nach Hainichen zu Sportveranstaltungen oder in Clubs einfach. Da müssen wir, denke ich, ein bisschen was tun, dass wir die Jugend und die jungen Menschen hier lassen. Aber natürlich auch nicht unsere Rentner vergessen. Weiter unterstützen mit ihren Seniorenveranstaltungen, Weihnachtsfeiern. Vielleicht auch Seniorensport noch einen mehr ins Leben rufen, solche Sachen. Wenn es der Bürgermeisterin gelingt, ihre Ziele umzusetzen, könnte es für die Kriebsteiner und ihre Gemeinde ein politischer Lauschangriff der Extraklasse werden.